Letzten Donnerstag läuft sein aktueller Kinofilm Troublemaker. Er hat immer noch Fäuste wie Dampfhämmer und er hat seit vielen Jahren endlich wieder seinen Traumpartner Terence Hill an seiner Seite. Was viele nicht wissen, er ist neben der Schauspielerei auch Erfinder und Sänger. Begrüßen Sie mit mir den sympathischen Superstar aus Italien. Hier ist Bud Spencer! Zunächst montieren wir die Übersetzungshilfe. Soll ich Ihnen helfen? Geht das gut? Sie verstehen alles. Ja. Das Schöne ist an Ihnen, Sie verstehen ein bisschen Deutsch. Ja, ein wenig. Ein wenig? Klingt ja vielversprechend. Mit welchem Fahrzeug? Na. Mit welchem Fahrzeug sind Sie hierher gekommen? Na, ich habe 2 Jahre in Deutsch studiert, aber ich habe alle vergessen. Wie man deutlich hört, ja. Mit welchem Fahrzeug sind Sie hier nach Köln gekommen? Sono arrivato a Colonia con un aereo privato. Ich bin mit einem Privatjet hierher gekommen. Ein Privatflugzeug einer privaten Fluglinie? Gehört Ihnen eine Fluggesellschaft? No, l'aereo non era mio. Nein, das Privatflugzeug hat mir nicht gehört, sondern es war ein deutsches Privatflugzeug. Io ho una compagnia aerea, ma sono ich besitze tatsächlich eine Flugzeuggesellschaft, ich bin aber da nur ein kleiner Teilhaber eben einer solchen Gesellschaft. Aha, Sie haben sich also eine Fluggesellschaft gekauft, weil Sie bei den anderen Fluggesellschaften, bei denen Sie immer gebucht haben, wahrscheinlich mehrere Sitze nebeneinander haben mussten. Da haben Sie gedacht, lieber gleich einen eigenen Flieger. Sie sind ja ein sehr vielseitiger Mann. Also das mit dem Schauspielern aus den Filmen ist ja nur ein ganz kleiner Teil dessen, was Sie in Ihrem Leben schon geleistet haben. Sie haben zum Beispiel Erfindungen gemacht. Was haben Sie erfunden? Prima di tutto sono un grossissimo, non attore, ma grossissimo di peso. Bin ich nicht sehr, also ein Schauspieler, sondern ich bin vor allen Dingen eben von größtem Gewicht. E poi... Il resto sono le cose normali. Und die anderen Dinge sind eigentlich die normalen Dinge, die eigentlich viele andere Leute auch in ihrem Leben haben machen können. Naja, Moment, also ich habe noch keine Einwegzahnbürste erfunden. Ich habe auch noch nicht so einen Stock erfunden, den man als Tisch und als Stuhl gleichzeitig benutzen kann. Wie kommen Sie auf solche Ideen? Non sono invenzioni, sono brevetti di qualità. Keine Erfindungen, das sind Qualitätspatente. Che i brevetti che durano 4 anni. Patente dauern ja normalerweise 4 Jahre. Sono cose già esistenti in natura, come das lo spazzolino. Sind Dinge, die bereits ja bestehen come, in der Natur, die es gibt, wie in der Natur. Ed è un brevetto che dura 4 anni e dopo possono copiarlo tutti. Und das Patent eben hat eine Gültigkeit von 4 Jahren, anschließend kann es von allen kopiert werden. Aha, also gut. Dann wollen wir jetzt mal, nachdem ich das mit den Erfindungen... Und Sie haben auch Lieder geschrieben... Ah. Kommen wir gleich noch drauf. Jetzt schauen wir uns gerade mal den neuen Film an, den es mit Ihnen und Terence Hill gibt. Ein kleiner Ausschnitt. Lachen, lachen. Das sieht ja schon sehr schwergewichtig aus. Terence Hill hat nicht nur mit Ihnen zusammen wieder mal gespielt. Wie lange haben Sie nicht zusammen gespielt? Sono 8 anni che non giravamo insieme. Ja, seit 8 Jahren hatten wir keinen gemeinsamen Film mehr gedreht. Questa volta lui ha fatto anche la regia. Aber dieses Mal war er ja auch Regisseur, Terence Hill. Devo dire che è stato Und ich muss sagen, dass er ein ganz hervorragender Regisseur war, sehr präzise. Und er war einfach fantastisch, das muss ich sagen. Ist das nicht...
Ist das nicht sehr schwer, mit so einem Partner, mit dem man rumflaxt, zu arbeiten? Also nehmen Sie dann auch alle Regieanweisungen an? Nein, wir haben ja insgesamt 15 Filme gemeinsam gemacht. In 28 Jahren haben wir eigentlich nie gestritten. Ich glaube, dass dies wirklich eine sehr schöne Freundschaft ist, die uns verbindet. Und ich glaube, dass diese Freundschaft für das ganze Leben geschaffen ist. Toll, das gibt es nicht häufig im Filmgewerbe. Ja, das ist sehr schwierig, dass sowas oft vorkommt, aber gerade bei uns ist es eben so passiert. Ihr Sohn ist sozusagen auch in das Familienunternehmen Hill Spencer integriert worden, der ist jetzt der Produzent. Wie ist das? Der Sohn produziert Sie, Terence Hill ist der Regisseur, Sie mittendrin. Mio figlio. Ja, mein Sohn Giuseppe hat ja bereits andere Filme produziert. Und diesen Film hat er als ausführender Produzent eben gemacht, denn Sie werden wohl wissen, dass der Film ja auf Deutsch ist. Er ist letztendlich von der Rialto-Firma eben hergestellt, von der Rialto-Firma, die ihren Sitz in Berlin hat. Dal nostro grande amico Horst Wendland. Von unserem großen Freund Horst Wendland, der molti filme con noi. Er mit uns sehr viele Filme gemacht hat. Gut, und welche Rolle spielt da Ihr Sohn? Was muss er genau machen? Wie geht er mit Ihnen um? Produttore esecutivo è quello der che riceve ausführende Produzent ist ja derjenige, der die Gelder und die finanziellen Mittel seitens des Produzenten erhält, der diesen Film ja bezahlt, und er verwaltet diese Gelder. Das ist vielleicht eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Er hat es sehr gut gemacht. Ich glaube, dass Horst Wendland sehr zufrieden mit ihm ist. Und Sie selber auch, der stolze Vater. Ich natürlich auch, klar. Ja. Sie sind ja in Italien nicht als Schauspieler oder als, wie Sie sagen, als schwergewichtige Figur bekannt geworden, sondern in einer ganz anderen Funktion. In welcher? Ich bin ja Pilot. Ich bin ein Jetpilot und auch Hubschrauberpilot. Gut, das derzeit, aber ganz in, also als Sie noch etwas jünger waren, waren Sie als... Ja, in der weit entfernten Vergangenheit habe ich zwei Berufe eigentlich ausgeübt. Und ich war vor allen Dingen Sportler, ich habe an 4 europäischen Meisterschaften teilgenommen und ich war 10 Jahre lang italienischer Meister. Guck mal an, in welcher, also Schwimmen. Ja, 100 Meter Freistil beim Schwimmen. Und dann habe ich anschließend in der nationalen Wasserballmannschaft Italiens gespielt und da habe ich mich auch an den Weltmeisterschaften beteiligt. Und hatten Sie da schon diese Figur, oder? Nein, überhaupt nicht, nicht so sehr. Però alla prima Olimpiadi pesavo 104 kg, ich wog bei der ersten Olympiade noch 104 Kilo und bei der zweiten 108. Adesso peso 160. Und jetzt 160. Das macht Persönlichkeit aus. Ja, da wollen wir doch mal gleich auf das Diätprogramm von Ihnen kommen. Also, was essen Sie am liebsten und zu welcher Tageszeit? Ich habe sozusagen eine sexuelle Beziehung zu den Mahlzeiten. Und dies beinhaltet natürlich auch eine Schwierigkeit meinerseits, eben was Abmagerungsmöglichkeiten angeht. Ich esse ja ziemlich viel, also wirklich ziemlich. Ich esse eigentlich alles und von allem. Das Schöne ist, wenn ich so neben ihm sitze, glaubt man fast, Slim Fast hätte bei mir angeschlagen.